Einen wunderschönen guten Tag hier zurück auf der Gamsting. LS 15, neue Runde. So, jetzt die vorerst, glaube ich, letzte Geschichte mit den Schweinen. Beziehungsweise das Einzige, was wir noch machen werden, ist Schweine selber kaufen. Wobei, da müsste ich erst noch Stroh einstreuen, kommt mir gerade so. Verdammt, okay, also es gibt doch noch ein bisschen mehr bei den Schweinen zu tun. Ich hoffe, dass die dann richtig Geld bringen, weil ansonsten war das viel Arbeit für nichts. Deswegen, ja, ich hoffe jetzt einfach mal, dass das richtig, richtig Geld bringt und uns da ein schönes, volles Konto macht. Weil ansonsten ist es echt jetzt zu viel Arbeit für zu wenig Verdienst dann in dem Fall. Aber ja, schauen wir mal, was bei rauskommt. Vor allem, wenn der Traktor mit 14 km/h hier einen Berg hochzieht. Gut, er hat 22.500 Liter drauf, aber trotzdem. So, kommt da jetzt schon was an? Nein, kommt nicht, aber das Rohr ist auf jeden Fall drunter. Gut. Jetzt weiß ich gar nicht, habe ich jetzt die Kartoffelwaschanlage voll gemacht oder nicht? Das ist eine gute Frage. Die werden wir klären, indem wir hier hinfahren und auskippen. Okay, die war wow, nicht voll. Jetzt sollte sie aber gleich voll sein, genau. Gut, da fehlen dann schon wieder Kartoffels. Kartoffels, Kartoffels. Der war, glaube ich, was? Lizard im Angebot. Ah ja, okay. Könnten wir uns mal einen Jeep leisten. Brauchen wir auch unbedingt. Nicht. Gut, dann ja, machen wir hier mal ein wenig noch Schweinedienst. Das ist wirklich eine never-ending Story. Aber andererseits, ja, ich habe es ja schon in der letzten Folge gesagt, jetzt haben wir ganz viel Feldarbeit wieder gehabt und jetzt gehört halt irgendwie auch mal wieder ein bisschen die Geschichte mit Kartoffeln und ja auch dann den Schweinen eben dazu. Ich möchte jetzt endlich mal dann ans Laufen bekommen, beziehungsweise eben dann da auch Schweinchen drinnen haben in unserem Stall. Und ich glaube, wir müssen dann definitiv mal wieder ein bisschen Stroh machen, weil ich habe unten jetzt bei den Kühen nicht mehr so extrem viel. Wir können zwar einen Teil von dem Strohhaufen könnten wir auf dem Hänger laden und hier hochbringen. Das wäre so eine Option, die werde ich wahrscheinlich auch machen dann, dass ich irgendwie so 20, 30.000 Liter mal hier hochbringe und die dann, na komm, jetzt, die dann eben hier oben für die Schweine reserviere. Ich glaube, das ist gar keine schlechte Idee. Weil unten haben wir immer schneller dann wieder Stroh als hier oben. Aber das heißt auch, bei der nächsten Ernte müssen wir definitiv wieder entweder Ballen pressen oder eben lose Stroh machen. Wobei natürlich Ballen immer von Vorteil sind, weil sie etwas leichter zum Handeln sind. Und eventuell bringe ich dann auch von unten die ganzen Ballen hier hoch. Dann brauche ich nämlich hier oben, ja, brauche ich noch irgendwas für den Radlader, einen Ballenspieß oder so. Oder halt eine Ballenzange, dass ich die auch in den Stall befördern kann. Was fahre ich heute eigentlich schon wieder für eine grandiose Scheiße zusammen? Sehr unglaublich. So, jetzt Ruhe. Einmal hier
die irgendwann mal auch voll oder schütte ich das gerade alles daneben? Kartoffeln. Ach, die ist. Oh, hier da. So viel. So viel gewaschene Kartoffeln. So. Aber ich glaube. Ja, ich bleibe an dem Pfosten hängen. Das glaube ich auch. Nee, ich denke, wir werden die jetzt noch einmal richtig voll machen mit Kartoffeln. Das durchwaschen lassen. Und dann aber erstmal. Erstmal keine Kartoffeln mehr nachschieben, weil dann haben wir erstmal genügend Material, um hier Schweinefutter zu produzieren. Ich weiß gar nicht, ich glaube mit Silage und normalem Mischfutter sind die oder wären die eigentlich auch bedient. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt zwingend ihr eigenes Mischfutter hier brauchen. Aber gut, andererseits wäre natürlich der ganze Zweig hier dann für die Katz. Wenn man da nicht extra was für die produziert. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ups. Wie viel Prozent sind denn jetzt drin? Rentiert sich nochmal eine komplette? Ne, rentiert sich nicht. Wegen den 500 Liter, die da jetzt noch fehlen, glaube ich zumindest. Fahre ich jetzt keine neue Runde hier. Das lassen wir mal so. Ups. So. Gut. Den mal aus hier. Dann, jo, du läufst, oder? Genau, gewaschene Kartoffeln. Also, der läuft auf jeden Fall. Da sind eh schon wieder 2600 Liter drin. Also, ordentlich schon wieder was zusammengekommen hier. So, ich würde gerne. Komme ich da rum? Ne, komme ich nicht rum. Wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein gewesen. So, ja, ich kipp da in die gewaschenen Kartoffeln mal ein bisschen Wasser noch. So, das mal aus hier. Und ja, ich weiß, danke. Danke für diese Info. So, ach ja, Handy geht auch mal wieder. Ganz gut. Ganz gut. So. Die haben, glaube ich, keine Kohle. Ach, da kann man hier schon abkippen. Alter Schwede. Okay, das war's. Perfekt, dann ist das nämlich hier alles wieder voll. Und da geht's auch schon los mit dem ersten Schweinefutter. Juhu, es funktioniert. Also wenigstens das funktioniert. Und über den Hänger können wir nämlich dann direkt auch auskippen im Stall. Ich weiß jetzt gar nicht, habe ich eigentlich schon mal hier Stroh rein? Schweine. So. Ja. Eieiei. Fällt mir gleich alles aus der Hosentasche. So, ja, ich gehe fast davon aus, dass das dann, nee, da gibt es auch noch Mischration. Was wir hier halt auf jeden Fall noch brauchen, ist Getreide. Aber ich würde jetzt fast mal, warum ist hier eigentlich Produktivität auf 31%? Da sind doch noch gar keine Viecher drin. Okay, aber ich würde jetzt fast mal sagen, wir kaufen jetzt einfach mal ein paar Tierchen. Schauen wir mal. 50 Euro kostet das Schwein. Dann schauen wir doch mal. 10. Naja, machen wir mal 100. Ups. Also, bitte keinen epileptischen Anfall geringert, wenn sich das Bild zu schnell bewegt. Leider geht es nicht anders. Es gibt zwar einen Mod dafür, ich weiß, aber ich habe ihn noch nicht ausprobiert. Deswegen gibt es den bei mir jetzt nicht. So, es wird zwar richtig, richtig viel Arbeit machen. Das sehe ich schon kommen.
Die Schweinchen. Aber dafür sind wir ja da. So, 100 Schweine. Ole, ole. Es geht los. So, und dann nochmal schnell die Info. Können wir nämlich schnell hier noch Wasser auffüllen. Denn ich traue mich wetten, dass es jetzt nicht mehr für 6 Tage reicht. Die ganze Geschichte. Bäh. Ups. Komm. Bisschen weiter weg hier. So, so, so. So, so. Und? Jetzt kommt wieder der. Jetzt bin ich zu weit vom Trigger weg, oder? Ach, da muss ich wieder mit R, deswegen. Ah, aber cool. Sogar hier schön mit Schlauch, zwar an der falschen Stelle, aber mit Schlauch. Überladeschlauch kommt. So. Gut. Dann einmal hier. Ups. Wieder abgestellt. Ja, die brauchen dann auch noch Kartoffeln und oder Erdfrüchte. Würde jetzt auch ein bisschen mehr reinpassen. Und Getreide brauchen wir da auch noch mal. Also ja, wir haben genügend zu tun hier mit den Schweinen, aber das soll jetzt nicht die nächsten 85 Folgen so gehen. Deswegen geht's jetzt mal wieder hier bergab Richtung Hof. Dann hole ich mir schnell den Gruber wieder ab beim Händler, den ich da so schön platziert habe, und werde dann mal in Richtung Sämaschine düsen, damit wir hier unsere Felder zumindest wieder angesät kriegen, weil wenn wir jetzt auch noch Getreide überall dann brauchen und nicht nur zum Verkauf da haben, dann sollten wir schon schauen, dass das auch alles weiter funktioniert und hier eben dementsprechend dann läuft. Kurs für die BGA muss ich auch noch einfahren für den Radlader. Wobei das natürlich jetzt mit der riesigen Schaufel macht es wenig Sinn, weil der steht dann nur, kostet Geld, steht nur und ja, ist ein bisschen Schmarren. Da möchte ich ihn jetzt eigentlich nicht mit Curseplay dann die ganze Zeit unten stehen lassen. Ach, düngen müssen wir auch noch. Mist, 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 Mist. Düngen muss ich ja auch noch. Aber ich glaube, das machen wir nach der Saat. Mal ausnahmsweise, oder? Oder vor der Saat. Nach der Saat ist vor der Saat. Ja. Gucken wir mal, wann wir säen. Düngen. Aber ich denke mal, dass man das jetzt dann gleich machen. So, und ups. Feld 6 und 5. Ja, das hat sogar, wow, hat sogar funktioniert. Perfekt. Die Felder sind nun eins. Ja, und ich fahre schon wieder eine schöne Scheiße zusammen hier. Hallo. So. Bisschen Überbreite hier mit dem Gruber. Also ich habe eigentlich nur die Bäume und Büsche rausgenommen und natürlich die, ja, die Begrünung, dass ich das nicht wieder pflügen muss, sondern in dem Fall mir die Arbeit gespart und das Ganze eben jetzt per ChainsEditor für mich so geändert. Ich überlege aber gerade, weil eigentlich, glaube ich, müssen wir jetzt beide Felder wieder kaufen. Und nicht nur eins. Gucken wir mal schnell hier. Ups. Ja, genau. Da müssen wir beide wieder kaufen. Aber eben, wie ihr seht, hier ist der Streifen weg und die Büsche weg, endlich. So,
dann ist das nämlich ein Feld und hier ein bisschen die Kante anders gesetzt, aber ja, das ist eher so das Detail. So, aber für heute war es das auch wieder. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid und ja, bis dahin, ciao, ciao.